So. Hallo zusammen. Herzlich willkommen oder moin, wie Ott60 so freundlich in den Chat reinschreibt. Hallo Ott, schön, dass du da bist. Ja, während sich die Creme de la Creme, die Kings und Queens des Schachsportes in Warschau zurzeit wohl in den letzten Runden der Blitz-Weltmeisterschaft die Figuren nur so um die Ohren schlagen, machen wir hier wieder was Seriöseres, und vermutlich auch Kreativeres, ne? Nämlich kreatives Schnellschach. Und schauen mal auf den Turnierkalender, was sich hier gerade tut und abspielt. Mal kurz die Fensterchen hier ein bisschen kramen, so Chatfenster auch richtig ist. Wie gesagt, ich mache das ja alles mit einem Bildschirm, ne? Da muss man schon ein bisschen. Gut, dabei hält man die Übersicht relativ leicht, aber man kriegt nicht alles unter. So. Hier sehen wir jetzt, dass Schnellschach-Arena im Moment ein schwarzes Loch ist. Das ist ja sehr selten bei Fleet Chess, ne? Dass man eine Stunde in irgendeiner der Disziplinen hier kein Turnier, keine Arena angeboten wird. Hallo Bauer 1001, schön, dass du da bist. Das liegt aber daran, dass die um 18 Uhr mit der monatlichen Schnellschach-Arena beginnen wollen. Und da passt jetzt halt nur eine einstündige Schnellschach-Arena vorher nicht mehr rein. Das macht aber nichts, denn wir rollen nach unten. Und mein Tipp, ne? Moin, MSK 2016. Mein Tipp für alle, die so um die Zeit jetzt hier, so zwischen 5 Uhr und 7, halb 8 abends, im frühen Abend, gepflegtes Schnellschach spielen wollen, gepflegt im Sinne von nicht so viel Stress auf dem Brett, was die Zeiten angeht, da empfehle ich ja das hier, die Communal Chess School Arena. Die seht ihr in eurem Lead Chess Kalender nur, wenn ihr im Team Communal Chess School Mitglied seid. Ne, das tut aber nicht weh. Ne? Also wer das will, der kann das ja machen. Der sucht sich das Team Chess Communal Competitions. Ich klicke mal drauf, so heißen die Jungs. Die haben 1874 Mitglieder. Naja, also das ist ja schon was. Ne? Und die machen also auch eine ganze Menge an Turnieren. Und da kann man auch einfach eintreten und gut ist. Und wenn man dann eben Mitglied in dem Team ist, dann sieht man eben auch die Turniere von dem Team, so wie das hier bei Lead Chess so ist, ne? Turnier, Quatsch, Teamturniere, so rum formuliert, sieht man in seinem Kalender nur dann, wenn man in dem Team, das ein Turnier veranstaltet, auch Mitglied ist. Sonst sieht man die nicht. Damit es übersichtlich bleibt, sagt Lead Chess. Ne? Ja, ist was dran. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Exklusivität der Haupt-Lead Chess-Arenen, die für alle sichtbar sind, zu tun. Die will man natürlich auch ein bisschen pushen. Deswegen, wenn ich programmieren könnte, was ich in der Form hier nicht kann, also da muss man richtig programmieren können für und die Dokumentation, die offen ist von Lead Chess, ne, verstehen, fände ich so einen Kalender, der alle Turniere unabhängig davon, ob man in dem Team drin ist oder nicht, darstellt. Wäre vielleicht unübersichtlich, aber auf die Art und Weise könnte man relativ einfach rausfinden, zu welchen Zeiten denn ein Team was anbietet. Was man, ich klicke jetzt mal hier auf Teilnehmen jetzt, eine bestimmte Turnierform, bestimmte Bedenkzeitregelungen oder auch Turniere mit Teilnehmern vorrangig einer bestimmten Weighting-Kategorie, was auch immer. Ja, man hätte leichter einen Überblick. Denn so muss man sich ja fast durch alle Teams klicken, um zu gucken, ist denn da mal was. Nur bei den Arenen. Ne, die Turniere Schweizer System, die werden ja deutlich, also es gibt ja nicht so viele. Gibt deutlich weniger, aber da werden eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Turniere angezeigt, die nach Schweizer System da gerade stattfinden. Und da findet man sich leichter zurecht. Bei den Arenen nicht ganz so leicht. Ja gut, schauen wir mal. So, hier sind jetzt im Moment pop, 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 so rund 20 Teilnehmer da. Und diese Arena, in der ich jetzt hier drin bin, die jetzt auch erst vor 20 Minuten angefangen hat, die spielt halt Schnellschach mit 10 plus 2. Also 2 Sekunden Inkrement. Das kommt mir ja durchaus zu Pass. Und ich würde mal fast vermuten, dass ich nicht der Einzige aus unserer Community bin, der hier sich hier gerade rumtreibt, weil in der Lobby sehe ich einen Teilnehmer mit dem Namen Otto 60. Das könnte natürlich Otto 60 sein. Man weiß es nicht, aber das werden wir ja gleich sehen. So, und mit Mohammad CMT aus dem Iran haben wir auch gleich einen Gegner mit einem Rating von über 2100. Also diese Arena hier von der Communal Chess School, die ist auch gut besetzt. Ja, da ist also unter den Teilnehmern hier ist der Anteil derer über 2000 oder mindestens über 1900 im Waiting, der ist überdurchschnittlich.
überdurchschnittlich hoch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob mir heute dasselbe Drama unterläuft wie gestern. Also Drama ist jetzt zu viel gesagt. Aber gestern habe ich es ja geschafft, gleich mehrere gewonnene Stellungen entweder einzügig ins Selbstmatt zu setzen oder auf Zeit zu verlieren. Und da wollen wir mal gucken, was heute passiert. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gewappnet, wie ihr auch seht, denn W2, ich habe den Kopfhörer wieder an. Ich habe gestern ohne Kopfhörer gespielt und irgendwie fehlte mir da was. Also irgendwie fehlte mir da was vom Look and Feel ist jetzt falsch, also vom Look and Feel and Hear, ne? Wenn man das schlecht englisch vervollständigen würde. Und ja, das kann er machen. Ich spiele mal C3. Damit hier das Feld B4 genommen wird. Irgendwie fehlte mir da was. Ich hatte gedacht, das sähe irgendwie auch besser aus ohne Kopfhörer. Und ich habe ja jetzt eine etwas bessere Beleuchtung. Ich guck mal hier, so da oben hängt der Scheinwerfer. Eine etwas bessere Beleuchtung. Aber ich vermute mal, der schwarze Kopfhörer macht meinen nicht vorhandenen Charakterschädel auch eher ansehnlicher als unansehnlicher. Sagen wir mal so. So. Ansehnlich, unansehnlich. Er wird ja wohl kaum jetzt E5 durchdrücken wollen, weil da verliert er ja trotzdem eine Figur. Also E5 schlägt, Turm E5 und dann das. Kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich kann mir jetzt, glaube ich, H3 vorstellen. Damit ich nämlich hier seinen Figuren, sowohl Läufer wie Springer, das Feld G4 nehme und dem König ein Feld nach H2, weil irgendwann will ich ja mal aus dieser Fesselung raus, um E3, E4 spielen zu können. Zum Beispiel jetzt. Das war vielleicht gar nicht so schlecht von ihm, ne? Er hat Läufer B6 gespielt eben, damit er E5 spielen kann, damit jetzt hier danach nicht mehr, wenn da und da eine Figur steht, damit da nicht eine Gabel reinkommt. Ja, das war der Sinn. Das war der Sinn. Auf den Sinn habe ich nicht ganz aufgepasst. Dann spielen wir jetzt mal den. Denn der Vorschuss des Bauern hat natürlich den Läufer F5 jetzt ungedeckt gemacht. Er hat ihn ungedeckt gemacht. Jesus Maria. Thomas Mann würde sich im Grabe umdrehen. Ach, bei so einer Formulierung. Also er ist jetzt nicht mehr gedeckt, der Läufer F5. Sagen wir mal so. Sagen wir mal, der ist nicht mehr gedeckt. Das trifft es. Normalerweise zieht man den nach H7 zurück. Aber jetzt, da ja der Rückweg hier auch wieder geht, wird Mohammed darüber wohl nachdenken. Und eine Idee von mir ist jetzt, den dann vielleicht einfach vorzuziehen. Den F-Bauern. Weil ich will ihn ja nicht so gerne hier schlagen lassen und ne, die E-Linie geht auf, wo der Turm schon drin steht. Eigentlich schwebt mir jetzt eher sowas vor. Und wenn es geht, dann noch E3, E4, aber da würde er was gegen tun. Ne? Also wenn er den Läufer jetzt wegzieht, der verschwindet, wohin auch immer, und ich ziehe den vor, dann wird er wahrscheinlich selber E5, E4 spielen, damit ich nicht E3, E4 spiele. Weil da hätte ich da nichts mehr gegen die Bauern. Dann würde ja hier so eine Bauernkette entstehen. Ne? Da hätte ich nichts gegen. Da hätte er vermutlich was gegen. Das ist nicht so ganz untypisch, dieses Manöver hier mit Springer H4, ne, nachdem man G3 und H3 gespielt hat. Normalerweise ist dann der Bauer noch auf E6, der Schwarze, und man spielt vor allen Dingen Springer H4,
um E3, E4 durchzudrücken. Ne? Denn alleine reicht das ja nicht. Wenn der, solange der Springer hier noch auf F3 steht, ne, blockieren ja Springer, Läufer und D5 das Vorziehen von E3, E4. Aber mit Springer H4 wird zum einen dieser Läufer angegriffen. Auch wenn er gedeckt ist, ist das auch ein Angriff. Zum anderen wird aber die Diagonale geöffnet, ne, damit der E3, E4 wieder geht. So, aber wenn ich jetzt E3, E4 spiele, dann bringt das ja gar nichts, weil dann schlägt er hier, ne, raus und öffnet hier die, ne, die Linie. Deswegen war jetzt ja meine Idee das hier. Jetzt wollen wir hoffen, dass es gut geht. Das war die Idee. So, dann würde ich gerne noch das. Klar, der Springer steht, wenn man irgendwann mal G3, G4 spielt, dann steht er natürlich en prix. Ah, den zieht er vor. Das weiß ich aber nicht. Ich hätte den anderen vorgezogen, glaube ich. So, ich meine, ich kann natürlich jetzt direkt den vorziehen. Ja, und dann schlägt er. Und dann schlägt man so zurück. Und dann hat man hier ja einen etwas schwachen Bauern auf D3. Aber ich kann natürlich auch direkt hier schlagen. Erstmal. Wenn er dann zurückschlägt, dann den. Achso, dann räumt man aber ihm das Feld E5 für seinen Springer. Steht der Springer da ganz gut. Ja, dann steht der Springer da ganz gut. Vielleicht doch wirklich einfach den. Das öffnet ja dann auch hier mal was, ne? Wenn der schwarze Gehbauer, der kann sich dann nicht, der hat dann etwas Schwierigkeiten vorzugehen. So, also den schlägt, schlägt. Passiert dann irgendwas? Lass mal gucken. C schlägt D, E schlägt. Nee, direkt vorziehen. E3, E4 schlägt, schlägt. So, dann wird er vielleicht direkt Dame D7 oder sowas spielen, um zu verdoppeln und auch hier drauf zu spielen. Aber es ist ja vielleicht hoffentlich gar nicht so schlimm. Na, man weiß es nicht. Wie schlimm es ist oder nicht ist. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht macht, wenn ich zuerst hier schlage, dann schlägt er so zurück. Dann E3, E4 hat den Unterschied, dass der dann nicht mehr so schwach ist, weil da steht ja noch ein schwarzer Bauer dann davor. Ja, also den anzugreifen ist nicht ganz so einfach. Aber er bekommt dann dieses Feld E5 für seinen Springer. Das ist ein sehr schönes Feld. Und deswegen, glaube ich, mache ich das nicht. Also ich muss natürlich mit dem B-Bauern zurückschlagen, wenn er auf C3 schlägt. Ne? Ich kann leider nicht mit dem Springer, weil dann gibt das Feld D4, es wäre ja noch schlimmer oder noch schöner für den schwarzen Springer und damit noch schlimmer für Weiß. Ne, das kann nicht gut sein. Das behaupte ich, kann nicht gut sein, weil jetzt kann ich das ja sogar ganz zumachen. Also da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts gegen, das abzuschließen. Da hatte ich jetzt gar nichts gegen. Kann er mir hier jetzt taktisch was um die Ohren hauen, oder? Ja gut, aber ist das schlimm? Also Weiß will ja eigentlich am Königsflügel angreifen. Deckt die Dame das hier wieder? Also jetzt deckt ein Springer auf F3 auch den Springer auf H4 und dann ist das vielleicht jetzt doch mal langsam ein Thema, ne?
Also. Wir brauchen mal ein paar schnellere Züge. Weil man muss nicht zwingend am Königsflügel angreifen, man darf auch am Damenflügel was machen, ne? Und ehrlich gesagt, mache ich das jetzt auch mal. Das verliert aber doch jetzt was, oder nicht? Mindestens den Bauern. Außer er kann mich betuppen. Gut, das ist jetzt... ne, gewinnt den Bauern nicht, weil... den muss er jetzt noch nicht nehmen. Er kann erst noch den B5 decken. Irgendwie. Turm B8 zum Beispiel. Ja, wobei er dann geht vielleicht Dame C2. Ja. Was natürlich ein bisschen gefährlich werden kann, ist, der König steht hier auf der zweiten Reihe ziemlich ungeschützt, ne? Also alle Bauern sind bereits auf der dritten Reihe. Also wenn jetzt irgendwann mal Schwarz über eine sich öffnende Linie hier auf die zweite Reihe kommt, ja, genau, das war schon richtig, dann kann das ein bisschen unangenehmer werden. Deswegen will ich den vielleicht gar nicht schlagen. Oder mache jetzt vielleicht tatsächlich was komplett anderes. Nämlich setze jetzt mal hier am Königsflügel den Angriff fort. Oder nicht, oder doch. Und der, na, der spielt ja nicht so richtig mit. Alternative ist mit Dame C2 den Bauern zu decken, aber da ist ja sogar sowas schon unangenehm. Ne? Schlägt, schlägt, Springer schlägt, greift die Dame an. Die Dame steht ein bisschen wie im offenen Fenster. Ne? Das ist irgendwie, kann so wie nicht sein. Nee, wir machen mal das hier. Ja, aber da ich hatte gedacht, dass hier ein Bauer tatsächlich gewonnen wird, auf die Schnelle, ne, beim zweiten Hinsehen, habe ich dann gesehen, dass das nicht der Fall ist, aber da hatte ich es schon gespielt. Ja, er holt sich den zurück, das ist soweit nachvollziehbar. So, und jetzt machen wir das. Man kann argumentieren, der ist auch nicht viel besser als der. Da ist was dran. So, und jetzt Springer. Ich hoffe oder glaube mal, dass da nichts Taktisches jetzt geht. Weil der Springer hier hat keine richtigen Abzüge. Ne? Also taktisch heißt, der Springer hier ist ja gedeckt durch den Läufer und ist quasi ein bisschen indirekt angegriffen durch die Dame von D8 aus. Wenn also der Läufer hier verschwinden würde, er wird ja nicht auf den Bauerngewinn spielen, nehme ich an.
Ah, wir können ja mal fuschen ein bisschen. Wir fuschen mal. Wir decken den. Den Bauern. Das ist aber kein Deckungszug. Das ist ein Angriffszug. Muss er aber sehen. Kann aber auch sehen. Ja, hat er auch gesehen, ne? Weil es drohte das hier. Dame schlägt F7. Das war die Drohung. So, wie komme ich denn jetzt? Ah, das wäre vielleicht eine Idee. Meine Zeit geht mir ein bisschen verloren, ne? Meine Zeit geht mir auch wieder ein bisschen verloren. Ah, den. Naja. Ich geht Läufer G6 jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hatte gehofft, ich könnte Läufer G6 spielen. Kann ich den Springer G6 spielen? Springer G6? Wenn der Turm, ne, kann ich auch nicht spielen. Ja, jetzt gehen die 30 Sekunden aber wirklich den Bach runter und es ist ein bisschen taktisch zu kompliziert, um... Das war alles nicht gut. Also der Kopfhörer alleine bringt es nicht. Der Kopfhörer alleine bringt es leider nicht. Das muss man so klar sagen. Da muss es das Inkrement rausreißen. Aber das sieht nicht gut aus.
über den Springer nach E8 ziehen können und dann weiß ich nicht so recht, wie ich da Mattangriff hinkriege. Wobei. Wobei, jetzt brennt die Hütte aber wieder ein bisschen mehr. Hui! Gewonnen. Ja, aber Zeitnotdrama gibt's auch mit Inkrement. Aber auf einem anderen Level. Ja, gehen wir mal kurz aufs Analysebrett zurück. Gut, wenn man jetzt nur wenige Sekunden hat, jetzt noch was zu finden für Schwarz. Also das kann es kaum sein, weil ich denke, dann schlägt man den einfach raus. Hm. Aber ich hatte an das gedacht gerade. Weil Weiß droht ja nicht das. Oder doch? Ich denke nicht. Wie geht's jetzt weiter? Der läuft ja hier durch. Also was nach F6 droht, ist ja der und Turm gewinnen. Nur wenn er sich jetzt hier unten eine Dame holt. Auch eine Dame Schach. So, wie geht's jetzt weiter? Geht es so weiter? Ah. Dann darf er jetzt nicht hier hin, weil sonst durch das Schach hier unten die Dame wieder verloren geht. Aber er kann ja hier hin. Was sagt denn die Engine zu dieser Stellung jetzt hier gerade? 0,0 mit minus 1,4. Also der Stockfisch weiß es auch nicht. Aber das wäre das Interessante gewesen. Ja, jetzt hier in der Stellung nicht Dame B6, sondern den einfach vorziehen. In der also cold-blooded, ne? Wie der Engländer nie sagen würde. Schwarz spielt cold-blooded A2, weil dann vielleicht muss ich dann den spielen. Wobei die Engine sagt jetzt hier plus 21,7. Ne? Warum sagt sie das? Sie sagt sogar, das hier sei noch haushoch gewonnen. Weil, wieso sagt die Engine das? Ah, Moment. Und dann muss man jetzt in der Stellung den stillen Zug sehen. Ja, Entschuldigung, aber den muss man auch sehen. Ja, den muss man auch sehen. Dass man dann jetzt hier Abzugsschach droht, ne, weil das ist ja nicht nur ein Schach, G7 schlägt F8, wird zur Dame, gibt Schach, sondern gleichzeitig ist auch noch ein Abzugsschach hier. Buh. Ob ich den gesehen hätte? Ich behaupte mal nein. Aber es macht nichts, denn wir haben auch so gewonnen. Puh, vielleicht sind es doch die Kopfhörer. Ja, vielleicht sind es doch die Kopfhörer. Ich behaupte jetzt einfach mal, Online-Schach muss man mit Kopfhörern spielen, um in die Tiefe der Partie besser eintauchen zu können. Ja, um sich herum alles zu vergessen. Das sollte man beim Schach sowieso machen. Ja, Palim Palim, sagt X-Wasp 1. Ja, völlig richtig. Palim Palim. Das wird selten gespielt, ist aber natürlich nicht schlecht. Der Vorstoß
der sofort jetzt hier der verzögerte Vorstoß, D4, D5, also nicht direkt im zweiten Zug, sondern so herum. Aber es nimmt natürlich ein bisschen Spannung vom Brett. Ja, gut, jetzt ne, kann sowas passieren. Deswegen hat man auch nicht so recht die Zeit wahrscheinlich für E7, E6, was man ja sonst ganz gerne spielen würde. Vermutlich hat man die nicht, ich weiß es nicht. Wenn man doch E7, E6 spielt und es kommt das Läuferschach, was kann man dann spielen? Obwohl, doch, Moment, das kann man doch machen. Dann kann man Läufer D7 noch spielen. Und wenn hier geschlagen wird, dann fällt die Figur, das geht nicht. Ne, weil der Turm deckt hier unten die Dame auf D8. Es gibt ja manchmal so Motive, dass sich der weiße Bauer von D5 nach E6 nach F7 mit Schach frisst und wenn der König den schlägt, dann ist die Dame auf D8 ungedeckt. Das haben wir aber hier meines Erachtens nicht, weil wenn man jetzt sofort E7, E6 spielt, dann, wenn er schlägt, ja, dann schlägt man so selber auf D1 direkt. Das heißt, die Idee ist eher, dass, oder die Befürchtung, was kann hier passieren? Läufer B5 Schach. Weil C7, C6 geht ja da nicht so gut, ne? Und schlägt da einfach weg. Aber auf E7, E6, Läufer B5, Läufer D7. Dann ist der Läufer auf B5 ja angegriffen und ungedeckt. Und dann ist das nämlich keine Idee. D5 schlägt E6 Opfer auf B5, weil E6 schlägt F7. Den kann man tatsächlich wegnehmen, weil der Turm das hier unten deckt. Langer Pfeile, kurzer Sinn. Ich probiere das einfach mal. Weil ich glaube, das hatte ich noch nicht so oft auf dem Brett und ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Gut, er geht dem Ganzen jetzt aus dem Weg, indem er sagt, ich spiele C4. Ja. Kann man jetzt aber wiederum sagen, ja gut, dann spiele ich entweder das Schach oder ich spiele sogar Dame H4, greife den an. Ich gebe erstmal, glaube ich, das Läufer B4 Schach. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass hier nicht mal so ein Schach kommt, ne? Und der mit Doppelangriff, mit Schach und dem. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir den weg. Also irgendwann muss man ja schlagen, ne? Und dann sagt er, sagt Weiß, Weiß steht besser, weil dann C7 eine Schwäche ist. Ist was dran? Man kann natürlich auch sagen, ich spiele selber C7, C6 jetzt. Und wenn du dann schlägst, ja, schlägt, dann habe ich hier einen unschönen Doppelbauern. Das ist schon richtig. Aber der ist vielleicht auch nicht so schlimm. Naja, irgendwann muss man ja eh, ne? Okay. Die Frage ist, ob Springer E7 geht, Dame G5, Doppelangriff auf die beiden Bauern. Das ignoriert man, rochiert. Und ob er den überhaupt nicht nehmen kann, weil es dann anschließend mit Turm E8 ein bisschen unangenehm wird. Gegen wen spielen wir eigentlich? Gegen Meersam 55, auch wieder aus dem Iran. Der Läufer B4 Schach war doch verloren, oder? Nö, wieso? Läufer B4 Schach. Mit Schach konnte er ja mit Dame A4 das Gegenschach und den Läufer zu holen nicht machen. Hm? 1950er fragt, Läufer B4 Schach verloren. Also das Schach ist ja immer so, ne? So, und dann, dadurch, dass das Schach ist, kann er ja nicht Dame A4 Schach geben. Er muss ja erst auf das Schach reagieren und dann tausche ich den weg. So, jetzt sind wir hier. Und ich überlege, tatsächlich Springer E7 zu spielen.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Springer E7, Dame G5. Gut, man kann natürlich dann auch Springer G6 spielen. Damentausch, Damentausch. Schlägt, schlägt. Ja gut, natürlich ist das dann schön mit langer Hurra. Dann habe ich auch diesen isolierten, aber es ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht so schlimm. Ja, aber jetzt ist es doch nicht mehr ganz so schlimm, oder? Also erstmal kurz rochieren. Hui! Das kommt überraschend. Weil er ist natürlich auch schwach. Auf der einen Seite ist er stark und er ist schwach. Der hat jetzt beides, ne? In sich. Der hat definitiv beides in sich und ich überlege jetzt sogar sowas zu spielen, Läufer E6 und keine Angst davor zu haben, mir hier einen Doppelbauern zu machen. Weil der öffnet auch gleichzeitig dann halb öffnet die F-Linie. Denn wenn er den nicht nimmt, dann kommt folgt Dame D7. Nee, da glaube ich nicht so recht dran. Dame E7 oder Dame C7, ne? Das ist ja die Frage. Wahrscheinlich sogar eher Dame C7. Ja, oder, das sehe ich jetzt erst, was ist eigentlich mit Dame F7? Turm F7. Turm dahinter. Springer. Oder? Geht das nicht? Boah, ich bin wieder auf 3,5 Minuten runter und der ist noch bei 9. Ja, der hat die Zeit. Ich hab's ja nicht mehr. Ja, aber den kann ich doch jetzt schlagen. Ach so, und dann sagt er, dann kann er den E5 schlagen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und das kann ich gar nicht mehr verhindern, weil ich darf die Dame ja hier nicht wegziehen. Naja, aber wer steht jetzt denn wirklich besser oder schlechter hier?
Ich weiß es nicht. Naja, aber das war's, glaube ich, nicht. Die Damenzüge waren, glaube ich, ein bisschen unmotiviert, denn wo geht er denn eigentlich nach Dame A3 und B5, B4 eigentlich hin? Mit der Dame. Jo, Bollondorsch, da winke ich zurück. Kann das wirklich sein, dass er sich hier die Dame erinnert? Das ist halt nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Aber, ja gut, das war jetzt natürlich ein überraschendes Ende. Die Ernsthaftigkeit ist aber eher hier. So, also dieses Vorziehen des Bauern, ja, das ist natürlich schon sehr verpflichtend. Ja, das sind also natürlich schon sehr, das ist schon natürlich auf Angriff gespielt und auf Gewinn. Der Bauer hier kann ein Sargnagel werden in der Stellung des Schwarzen. Er kann aber auch auf verlorenem Posten stehen. Und ich weiß noch gar nicht mal, gut, das ist klar, gelegte Springer G6, hier hat der Springer jetzt auch noch ein schönes Feld. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob Läufer E6 jetzt wirklich das Beste war. Aber ich meine, die Idee ist klar, ne? Den starken Läufer C4, der soll abgetauscht werden, auch um den Preis dieses Doppelbauerns. Und den sofort. Was ich gespielt habe, war nicht so gut, das hier mit Turm F7. Das, der Plan war falsch, Springer F8, weil er jetzt hier reinkommt und sich dann einen von den beiden Bauern stattdessen abholt. Die Alternative wäre natürlich gewesen, ich spiele einfach den, dann kann hier keine Dame rein, jedenfalls nicht so schnell, ne, und bereite das, ich hätte schon fast gesagt, genüsslich, gemütlich im Carlsen-Sinne vor. So und so und so. Und irgendwann, wenn nichts mehr anders geht, dann vielleicht doch Springer F8, um den abzuholen. Ich glaube, das wäre das Bessere gewesen. Na gut, back to the arena, wie der Engländer nicht sagen würde. Vielleicht sind ja doch die Kopfhörer. Vielleicht kann ich Online-Schach nur richtig mit Kopfhörern spielen oder habe mich so daran gewöhnt, dass es nicht anders geht. Wo stehen wir jetzt? Ja, ja, alles klar. So, gut, die Arena ist jetzt auch knapp 30 Teilnehmer und in der Lobby, die seht ihr nicht, weil ich sitze davor, ne? Also ich sehe hinter meinem Rücken in der Lobby mit mir zusammen 4 Spieler im Moment. Und wenn die nicht alle auf Pause stehen, In-Ohr-Kopfhörer wäre eine Alternative, sagt Bollondorsch. Ja, ist richtig. Aber der Sound ist ja halt auch nicht derselbe, ne? Also ich meine jetzt nicht der Sound für ein Sinfonie von Mahler, ne, oder vielleicht jahreszeitlich etwas besser passend Weihnachtsoratorium. Also da braucht man natürlich, wenn man so über Kopfhörer hört, richtig ordentliche Kopfhörer. Aber ich bin auch echt ein Freund von Kopfhörern, die das Ohr mehr oder weniger komplett umschließen. Auch wenn man dann selber jetzt erklärt, klingt es alles ein bisschen dumpfer. Aber ist schon ein guter Klang. Also ist egal, welche Kopfhörer, ne? Weil die Dinger, die ich hier auf dem Kopf habe, die haben, glaube ich, 35 Euro gekostet. Also das ist jetzt nix Weltbewegendes. Nix mit Funk, nix mit Bluetooth, ne? Hier hängt das Gürtelchen. Ne? Das brauche ich auch alles nicht. Funkerei. Aber sowohl bei Mikrofonen wie bei Kopfhörern ist ja ein Tipp, für den ich nicht bezahlt werde, für den es auch keine... Mal gucken hier, keine Werbeeinnahmen oder sonst was gibt. Mein Tipp ist, man gucke sich die, jetzt kommt wieder die Geschichte mit E5, ne? Man schaue sich die Angebote und die Empfehlungen und die Bewertungen nicht so sehr von Streamern, Headsets, Gamern, was auch immer an oder was dafür empfohlen wird, sondern eher aus dem Musikbereich. So, Dame E2. Also Anbieter, Händler, auch Online-Händler, die für deren Schwerpunkt im Bereich Musik liegt. Weil sowas wie hier Mikrofone, ne, oder auch Kopfhörer, die
mache ich gerade was falsch, die werden ja nun auch zwingend im, ich mache was falsch, ne? In der Musikszene gebraucht. Und was da als guter Kopfhörer oder als gutes Mono-Mikrofon rüberkommt, das ist in aller Regel wirklich gut. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Klar, er schlägt jetzt hier rein, man kann jetzt schnell König H2 spielen. Die Frage ist, und dann droht man ja selber wieder hier, ne? Die Frage ist, kann er auf König H2 sowas Verrücktes spielen? Nee, kann er nicht, ne? Dann schlägt man einfach mit. Alles klar. Also, König H2. Und jetzt droht das ja wieder. Gegen wen spielen wir eigentlich? Gegen Mavash? Oh Gott, oh, der hat ein Rating von 1173. Und gegen den haben wir schon 6-mal gespielt. Na, okay, gut. Dann sieht die Sache ja jetzt ein bisschen anders aus. Nur, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sagt, ich spiele jetzt hier G3, G4 mit der Gabel, gewinne eine Figur, ja, die Figur haut er ja rein. Also, entweder haut er den Läufer rein, man schlägt zurück, Springer Schach. Man muss wieder zurück, bloß nicht hier hin, weil sonst kommt der Zweite hier mit Macht. Ne? Also, das kann es ja nicht sein. Das kann es nicht sein. Also das darf man nicht machen. Man darf jetzt nicht einfach G3, G4 spielen und dieses Läuferopfer ist überhaupt nicht schlecht. Läufer schlägt G4, H schlägt G4, Springer G4, Schach. Wo geht man denn dann hin? Da muss man ja schon vorziehen. Da muss man ja schon König H3 nach vorne spielen. Aber die Frage ist, ob man das wirklich muss. Ob man das Ganze nicht entschärfen kann, indem man jetzt Springer E5 spielt, weil dann droht das ja immer noch G3, G4. Ja, und wenn er den Läufer wegzieht, dann kommt trotzdem G3, G4, weil der Springer kann gar nicht wegziehen. Ja. Und wenn er den jetzt hier opfert, schlägt, dann kommt da wieder ein Springerschach. Kann nicht kommen, weil die Dame auch da drauf steht. Ne? Also spielen wir mal Springer E5. Bollandosch meint, man könnte mit einer feinen Blues-Session rechnen. Oder eher 70er-Rock. Gut, dass ich da jetzt gerade noch mal reingeguckt habe. Ja, also Bollandosch mit Blues, da kann ich, glaube ich, gar nicht mit dienen. Da käme ich auch wirklich nicht so aus. Außer natürlich bei den Blues-Brothers. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ne? Also da sonst komme ich vom Thema ab, vom Schachthema ab, wenn wir jetzt über die Blues-Brothers reden. Weil also das ist Kult, also hoch 3, ja, da stehe ich also, da stehe ich hinter. Große Plakate an der Wand hängen. Ansonsten 70er-Jahre-Rock, ja, ne? Gut, das schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, da ist ja nicht nur Blues, was die Jungs bei den Blues-Brothers dann da spielen, ne? Ja, ich sehe schon, wir sind aus derselben Generation. Da können die Jüngeren gar nicht, die wissen gar nicht, wovon redet der Mensch. So, wovon redet der Mensch jetzt? Jetzt, denke ich, kommt G3, G4, ne? Jetzt kommt G3, G4. Denn jetzt, wenn jetzt hier geopfert wird, ja, dann kann man den ja so rausnehmen. Das ist ja nicht mehr so schlimm, behaupte ich mal. Jetzt kann man sie auf Figuren fangen gehen. Nach, aber erst Springer E5. Und jetzt gewinnt man die Figur so, also ich glaube, er muss sogar tatsächlich den Läufer nach H7 ziehen, sonst verliert er sogar, sehr gut. Sonst verliert er nämlich sogar 2 Figuren. So, jetzt schlägt man so raus. Nein, so verliert er wirklich 2 Figuren, weil da steht die Dame ja auch noch drauf. Das heißt, er hat Läufer H7 gespielt, ohne es zu sehen, dass er damit die Anzahl der zu verlierenden Figuren auf eine reduziert. Gut, jetzt darf man es auch aufgeben. Muss aber nicht. Er kann jetzt noch, Schwarz kann noch argumentieren, der weiße Damenflügel ist überhaupt nicht entwickelt. Er hat 2 Figuren weniger und wenn er jetzt schnell irgendwie einen Angriff hinkriegt, dann tut sich vielleicht noch was. Die Frage ist nur, wie kriegt man hier schnell einen Angriff hin? Ne? Denn nicht mal das geht. Na gut, dann fangen wir uns mal an zu entwickeln. Mit ein bisschen, sozusagen ein bisschen schnell. Weil das bringt ja dann nur einen Damentausch. Ja, und dann spielen wir den. So. Und jetzt erst Springer F3. Und dann Turm F1. Ja gut, man muss sich ein bisschen aufpassen, dass man sich die Dame nicht einklemmt. Ne? Nicht zu sehr.
Aber die hat ja immer noch Felder genug, ne? Die hat ja noch Felder genug. Trotzdem ziehe ich den mal nach hier. Statt nach F3. Dann kommt der Turm schon mal rüber. Dann kommt der Läufer hier hin. Und dann schlagen wir den mal raus. Der ist ja gefesselt. Ja, Bollandorsch hat schon die richtige Brille auf. Die Blues Brothers Brille. Auf F6 muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht ganz schnell den spielt. Weil dann kann er die Dame schlagen, weil er dann nämlich nicht... Genau. Ja, also das wäre jetzt ne, ein Schnellschuss in den Ofen, weil dann kann G7 schlägt H6 schlagen, weil der Springer den Turm unterbindet und es wird hier nicht irgendwie matt mit Springer schlägt F6. Klar, man holt sich, man bekommt die Dame wieder zurück. Aber viel einfacher, die Kunst der Vereinfachung ist ja jetzt einfach den so zu nehmen, weil der fesselt ja den Bauern G7 nicht nur in der Richtung, sondern auch in der Richtung. Ja. Hätte bei einer Blitzpartie passieren können, dass man dann auf Läufer F6 ganz schnell Springer G4 spielt und nach G7 schlägt H6, naja, vielleicht und ja, ja, man gewinnt auch nicht mit der Figur. Man kriegt nur die Dame dann zurück. Aber ärgert sich. So, und jetzt ärgert man sich nicht, weil jetzt setzt man einfach matt und geht einfach wieder zurück zum Turnier. In dem auch ordentlich was los ist. So, und es ist doch, ich bin auch ziemlich sicher, dass Otto 60 hier im Moment auf Platz 9 in der Arena unser Ott 60 ist. Aus der Community. Als zumindest eine Vermutung. Ja, also ist nur mal so getippt. Ja. Könnte also sein, dass wir hier jetzt mit zwei Spielern aus der, ja, Ott 60 gerade bestätigt, danke, dass wir hier mit zwei Spielern aus der Moritex Chess Twitch Community die Communal Chess School Arena aufmischen. Ja, aufmischen ist gut. Der erste hat doppelt so viele Punkte wie ich. Naja, hat sich was mit aufmischen. Aber ich finde die neue Lampe, ich meine, ihr seht das ja nicht, ihr seht ja nur das Licht, das die Lampe dann macht. Das ist eine Verbesserung, glaube ich. Also ich habe mir mal ein paar, also ne, die letzten zwei Videos vor der neuen Lampe, also vor Weihnachten, mal angeguckt, da sah ich doch deutlich käsiger aus. Und das lag jetzt nicht am an den Partien, also jetzt nicht immer. Oh Gott, wen haben wir denn jetzt hier? ABC1383-2000 hat ein Rating von 2360. In Worten 2360. Kommt aus einem Land, das wir nicht kennen. Aber, ups, das ist ein Rating. Das ist jetzt deutlich über unserem Niveau. Das muss man fairerweise zugestehen. Aber er spielt es jetzt zumindest nicht besonders aggressiv, sagen wir mal so. Jetzt will ich vielleicht gar nicht mehr lang rochieren. Vielleicht aber auch doch. In beiden Fällen ist, glaube ich, H6 gar nicht schlecht. H6. Weil er wird ja kaum auf der Diagonalen bleiben können. Ja, genau. So, und jetzt Läufer E7. Und jetzt sagt er mir mit diesen Worten oder mit diesem Zug, das mit der langen Rochade würde ich mir überlegen. Ja, ist ja was dran. Aber ich muss ja auch nicht lang rochieren. Ich kann ja kurz rochieren. Jetzt kommt A4.
Und jetzt sind wir für das Dark Knight System sehr untypisch mit kurzer Rochade auf beiden Seiten aufgestellt. Normalerweise stellt man sich ja mit Schwarz, ja, genau, stellt man sich mit Schwarz auf eine lange Rochade. Aber es geht auch so. Klar, die Frage ist so ein bisschen, wo gehe ich jetzt nach A5? Also B5 wird er nicht spielen, ne? Weil da kann ich ja hier hin. Da steht der Springer am Rand gar nicht so schlecht. Das heißt, er wird da vorbereiten mit A5. Und bis dann muss ich irgendwann wissen, wo ich nach B5 mit meinem Springer hingehe. Da würde ich natürlich am liebsten hier hingehen, aber da steht auch der Läufer drauf. Die Frage ist, ob ich deswegen jetzt das Läuferfeld räume. Oder ob ich selber A5 spiele und B5 provoziere. Wo gehe ich dann mit dem Springer hin, ne? Will ich den Springer dann irgendwie so nach B6 überführen? Das dauert alles ein bisschen lang, ne? Das dauert alles ein bisschen lang. Nee, aber das kann ich schlecht machen, selbst so gekünstelte Züge. Ne? Wenn ich dann irgendwann mit dem Springer hier hin muss, dann kann er sogar sowas machen und der Springer hier hat kein Rückzugsfeld mehr. Ne? Der steht auf F5 sehr schön, der darf aber nicht mit G4 ungestraft getreten werden. Ne? Jetzt kann ich auf G4 immer Springer H4 spielen, weil der Läufer von E7 aus den deckt. Also brauche ich irgendetwas hier gegen. Gut, ich kann natürlich auch A7, A6 spielen, weil das geht ja nicht so gut. Zack, zack, ne? Und dann ist vielleicht das Einfachste, ne? Spielen wir das mal. Ja, er räumt das Feld für seinen Springer, der dann von D2 dahin kommt. Die Frage ist, ob ich sowas Taktisches spielen kann. B5. A schlägt B5, A schlägt B5. Turm schlägt A8, Turm schlägt A8. Dame schlägt B5. Hm? Schwarz hat einen Bauern verloren. Springer schlägt E5. Holt sich den Bauern zurück. Weil die beiden Damen stehen sich dann hier gegenüber. Er hat also keine Zeit, sich hier den Springer zu holen, weil sonst die Dame auf B5 verloren geht. Das wäre jetzt ein taktischer Trick, um hier den Damenflügel aufzulösen. Das kann aber natürlich auch in die Hose gehen. B5 schlägt. Ich meine, ich denke jetzt schon, dass er den hier nehmen wird. Ich weiß nicht, ob Springer A3 geht. Hätte ich jetzt Zweifel. Ich probiere das mal. Ich meine, ich habe ja nicht viel zu verlieren. Der Junge ist fast 100 Ratingpunkte höher. Und er ist nicht nur fast 100 Ratingpunkte höher, sondern er spielt komplett in einer anderen Liga. Ja, das hat er jetzt, glaube ich, zu schnell gespielt. Ja gut, jetzt ist er mir reingefallen. Oder? Ist doch reingefallen, oder nicht? Das war jedenfalls jetzt die Idee, die ich hatte. Ja gut, aber Schach. Also, Herr ABC und dann ganz viele Zahlen. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, mein Turm hängt, aber den ziehe ich einfach weg. Den ziehe ich vielleicht sogar mit einer Drohung weg.
Ich meine, das nächste, also was mir eigentlich vorschwebt, wäre jetzt das hier, ne? Hallo? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht ein bisschen größenwahnsinnig werde. Aber das hat er, glaube ich, zu schnell gespielt. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich durchaus auch schon gesehen. Da wollte ich jetzt eigentlich Läufer D6 spielen. Ja, man muss aber, glaube ich, auch. So, Meister. »1950er sagt, ich habe ihn wohl überschätzt. Also, Kinder, das ist ein Riese. Das ist ein Riese. Ich überlege sogar, ja, und jetzt habe ich schon über, gut, das Naheliegendste wäre jetzt den Turm zu tauschen, ne? Aber ich überlege ernsthaft, das nicht zu tun, sondern vielleicht sogar den zu spielen. Weil, also ich meine, hier H3, Springer H4, Springer schlägt F3, also das sind jetzt schon so ein paar Drohungen im Gelände. Also ich bin wirklich mehr als verunsichert. Auch das hier. Nebst Dame schlägt F3. Oder na, noch einfacher. Dame F4, Dame G5 Schach und Matt auf G2. Ja, das geht vermutlich sogar jetzt, wenn er den spielt. Dame F4. Dame schlägt C7. Dame G5 Schach. Da muss er die Dame da zwischenziehen zum Opfern. Schlägt. Ja, und den kriegt er irgendwie aufgehalten hier unten noch. Das alles wegen der Kopfhörer? Kann nicht sein. Dann sollte ich vielleicht doch mal die Marke sagen, ne? Nein, tun wir nicht. Keine Werbesendung. Ich muss ja noch einen Button hier oben einblenden lassen. Wird nicht durch Produktplatzierungen unterstützt. Ja. Wo hatte ich das letztlich noch gesehen? Ich glaube, das war irgendwie ein Fantasy-Film. Da war dann am Anfang auch kam so ein Einblender, wird durch Produktplatzierung unterstützt. Und ich habe mich gefragt, ey Leute, das ist jetzt ein Fantasy-Film, welche Produkte bitteschön kann man denn hier unterbringen? Also ein VW wird es ja wohl nicht sein, ne? Oder ein Apple iPhone oder was? Also, ne? Ja, 1950er meint, nach den Regeln der Vereinfachung hätte ich den Turm wohl nehmen sollen. Weiß ich nicht, weil ich stehe jetzt ja materialmäßig mitnichten auf Gewinn. Ja, also die Kunst der Vereinfachung greift ja bei einer gewonnenen Stellung. Und das wäre jetzt nach dem Turmtausch ehrlich gesagt noch nicht der Fall gewesen, glaube ich.
Bin mir nicht sicher. Aber bei der Stellung in der Partie bin ich mir sowieso nicht sicher. Ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. 2360, ne? Wie heißt es so schön bei Raumschiff Enterprise? Ne? Dringt in Galaxien vor oder in Waiting-Bereiche vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Jedenfalls ich nicht. Hallo, Sledgehammer? Ja, wir warten mal die Sponsorenangebote ab, Bollondosch. Ja. Nee, bei mir gibt's keine Sponsorenangebote. Mich hat auch noch nie einer versucht zu bestechen. Ja, also man hört so viel von Korruption und so, ne, in der Wirtschaft, in der Politik, wo auch immer. Also mich hat noch nie einer versucht zu bestechen. Eigentlich ist das fast ärgerlich. Also. Das soll jetzt keine Aufforderung sein. Nein. Wer dem Moritex was Gutes tun will, der liest eines seiner Bücher. Da freut er sich viel mehr. So, aber ist jetzt echt schwierig, ne? Ich meine, ABC denkt wahrscheinlich jetzt wirklich, also ein Spieler mit dem Rating und so, ne, der lässt jetzt die Uhr nicht runterlaufen, der überlegt jetzt wirklich zum Teufel, was mache ich eigentlich hier gegen, ne? Weil ich hatte eben auch zuerst gedacht, das wäre, ne, die Hauptdrohung, aber da droht ja erstmal nur ein Schach. Ne? Da geht er in die Ecke und da droht erstmal nichts weiter. Deswegen ist das hier wirklich die Hauptdrohung. Ich hatte eben auch gedacht, ist das vielleicht auch eine Drohung? Ja, ist auch irgendwie eine. Ne? Dame dann hier rüber. Hm? Nur dann kommt er vielleicht noch nach König H1 und kann auch Turm G1 spielen. Wenn ich aber über Dame F4 komme, dann kann er nach H1 nicht in Deckung gehen, um dann mit noch Turm G1 zu spielen, weil dann ist direkt Dame schlägt F3 matt und außen vorbei. Hm? Na gut, da gibt's ja nur den, ne? Ja, aber das bringt ja nichts. Jetzt kommt doch Dame F4. Ne? Gut, wir haben noch knapp 3 Minuten. Und wir spielen gegen einen Riesen. So, Dame F4. Wenn er dann auf F7 schlägt, Dame G5 Schach, Dame G2 Matt. So, also Dame F4. König in die Ecke, Dame schlägt F3 und im nächsten Zug Matt. Nee, da tut sich nichts mehr. Ah, schön. Jetzt geht Dame G5 nicht, ne? Wegen dem hier. Hm? Ja. Ja gut, dann spielen wir jetzt einfach, glaube ich, F7, F6, ne? Und dieselbe Drohung wieder. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was er hat dagegen. Aber das bringt ja auch nichts. Und das kommt zu spät. Also 2 Züge bräuchte, aber die 2 Züge hat er nicht. Und der Springer ist zu weit weg. Ne, der kann auch nicht mehr, wenn der Springer noch nach E2 käme, ja, dann könnte er sich noch auf F3 irgendwie versuchen, dazwischen zu hämmern. Aber auch das dann geht auch nicht. Springer E3 kam noch als Vorschlag. Ja, den kann er nicht nehmen, aber der tut da auch nichts, ne? Also jetzt droht ja hier durch das Unterbrechen der, ne, durch F7, F6 ist ja diese Diagonale der weißen Dame unterbrochen und es droht schlichtweg Dame G5, König H1, Dame G2 Matt. Also das war die Idee vom Vorlaufen. Ja gut, aber das macht ja auch keinen Unterschied. Ich meine, ich bin froh, dass ich echt noch ein bisschen Zeit habe, weil ich meine, ich kann jetzt sogar das Schach geben. Dame G5, König F1, Dame G2, König DE1, Dame F2 Matt. Also, dass der Turm auf der zweiten Reihe steht, hatte durchaus seinen Sinn und Verstand. Aber es geht natürlich auch so. Dame schlägt F3, dann droht hier Matt und da Matt. Sag ich mal. Behaupte ich mal. Wenn ich jetzt nicht wieder irgendeinen Riesenbock schieße und gleich die Hände über dem Kopfhörern zusammenschlage, ne, wie man so sagt, da schlägt er die Hände über dem Kopfhörer zusammen und hat wieder was einzügig eingestellt. Dürfte aber jetzt hier nicht der Fall sein. Ja gut, das ist matt. Ist es tatsächlich. Jetzt gewinne gegen einen Riesen. Ich schlage einen Riesen und bekomme 7 Rating-Punkte. Die Welt ist ungerecht. Aber wo war der Trick, das nochmal zu zeigen? So, dieser Trick hier. Das war im Grunde genommen eine Falle. Also das ist jetzt nichts Großartiges. Er hat einfach zu schnell gespielt. Er hat gedacht, ich habe einen Bauern eingestellt.
er hat zu schnell gespielt, denn auch, sag mal, ein Spieler für mein Waiting stellt ja nicht so einfach primitiven Bauern ein. Weil wir was bei gedacht haben. So, schlagen, denke ich, war richtig, das war auch richtig und jetzt geht's schon los. Das war, glaube ich, nicht so gut und das war einfach ein Bock. Und dieses Motiv hier, das gibt es, also das kann man sich merken, das gibt es in zahlreichen Abwandlungen. Auch in Eröffnungen auch. Hier haben wir ja keine Theoriestellung mehr auf dem Brett. Also so eine Stellung hat es ja wahrscheinlich noch nie gegeben. Ja. Aber dieses Motiv, deswegen zeige ich das, das habe ich mir nicht ausgedacht. Wie komme ich in der Stellung auf die Idee, mit B5 den Bauernschein zu opfern? Scheinopfer, weil es ja kein echtes Opfer ist. Ich komme auf die Idee, weil ich das Motiv, hier steht eine ungedeckte Dame und man macht einen Abzug, indem man hier einen Bauern schlägt, weil ich dieses Motiv kenne. Das funktioniert aber auch nur, weil der König hier schon wegrochiert ist und hier eine Dame nicht mit Schach fällt. Aber dieses Motiv hier steht eine ungedeckte Dame und man holt sich hier was zurück. Man darf natürlich nicht auf die Idee kommen, hier zu schlagen. Weil von hier, von D4 aus, ne, deckt der Springer ja nicht mehr die Dame auf D7. Ne? Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil er hätte natürlich jetzt auch hier schlagen können und man kommt aber wieder zurück und hat hier auf E5 den Bauern zurückgewonnen. Das wäre natürlich viel besser gewesen, denn was er gespielt hat, Dame B7, also ja, gut, greift den Turm an als Tempozug, aber der fällt ja mit Schach, der Springer, der fällt immer mit Schach. Bei diesem Motiv. Fällt immer mit Schach. So, und jetzt steht er eindeutig schlechter. Das Motiv war nicht zwingend, das heißt, er hätte hier in der Stellung zum Beispiel Springer A3 spielen können. Dann hängt er ja immer noch zweimal. Ja, und jetzt kann ich natürlich hier nicht einfach schlagen, weil er schlägt einfach zurück. Ne? So, und dann hätte ich wahrscheinlich das spielen müssen, um den auch jetzt zweimal zu decken und anschließend mit C6 noch mehr zu stützen und hoffentlich komme ich dann noch hier zu. Ja, zu Springer C8, Springer B6 und den da rein. Das war die Idee. So habe ich gedacht, dass es kommt. Ja. Gut. Jetzt sind wir auf Platz 5. Und Otto macht eine Pause. Hier unten auf Platz 10. So, ja, wir haben ein paar Punkte geholt jetzt, ein paar Ratingpunkte, aber von den 2300 sind wir auch nochmal weit entfernt. Ne? Aber es macht nichts. Die Partie war schon die ganze Session wert. Finde ich. Das sind eigentlich auch genug in der Lobby. Es müsste eigentlich auch gleich weitergehen. Gut, wir können jetzt natürlich auch, ich mach mal Pause, weil die Partien ja doch ein bisschen langsamer starten. Wir können natürlich jetzt auch todesmutig in die Arena ohne Inkrement hier, in die monatliche Schnellschacharena rüber wechseln. Wo jetzt mit 1850 Teilnehmern, ich sag mal, deutlich mehr los ist. Und auch ein paar Streamer da sind, wie ich sehe. Luke 10, der Pinguinaffe, The Penguin Monkey, keine Ahnung, Kenny, und noch jemand anderes. Und und wir bekommen mit Peter Chilekwale Kavalenga aus, Moment, die Flagge kenne ich nicht, aus Sambia, bekommen wir auch gleich einen starken Gegner ans Brett. Ja, Sledgehammer sagt, Ratingpunkte sind überbewertet. Ja, ist richtig. Vor allen Dingen ist die Diskussion, die hatten wir ganz kürzlich mal ganz kurz hier, ob denn jetzt Ratingpunkte auf den verschiedenen Online-Portalen, ob es da eine Formel gibt. Also wie viele Ratingpunkte Lead Chess machen, dann wie viele Ratingpunkte auf chess.com oder wo auch immer aus. Ne? Die Diskussion ist nicht nur überbewertet, die ist sogar schwachsinnig. So, probieren wir es mal so. Und hoffen mal, dass er jetzt auf E5 noch den Bauern schlägt. Das ist einzügig matt. Ich sage mal so, das sind die Kopfhörer. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Es ist jetzt eindeutig, sowas passiert nur mit den Kopfhörern. Nein, Spaß beiseite. Genau dasselbe ist, ich glaube, Odo Acker, einem unserer Community-Mitglieder, vor wenigen Tagen passiert im Sinne von gelungen. Der hat mir das auch gleich als Nachricht in Leadchess geschickt. Ne? Könnt ihr so gerne machen. Weil der hatte das, ich habe das Motiv ja schon mal gezeigt, wer öfter zuschaut, ne, in diesem Abspiel von The Dark Knight System gegen D4. Dieses Motiv
dass eben Weiß keinen Bauern gewinnen kann, weil er sonst auf D1 matt geht. Das gelingt dann, oder das kommt in der Praxis erst recht gegen so einen starken Spieler, der halt nicht richtig hingeguckt hat, sehr selten vor. Aber das ist uns jetzt hier gelungen und das ist, glaube ich, Odo Acker war es, glaube ich, vor ein paar Tagen auch nahezu zugleich genau dasselbe gelungen. Ne? Natürlich muss Weiß hier in der Stellung den Läufer nach G3 zurückziehen. Aber toll steht er dann auch nicht. Ne? Das hat funktioniert. Also gegen Fallen im Schach ist gar nichts zu sagen. Vorausgesetzt, man richtet nicht sein Spiel auf die Falle aus und steht doof da, wenn die Falle nicht klappt. Also es gibt ja Eröffnungen oder ja vor allen Dingen Eröffnungen oder Aufbauten, also Systeme, die darauf basieren, dass man eine Falle stellt und der Gegner muss reinlaufen. Wenn er nicht reinläuft, steht man schlechter. Das empfehle ich ausdrücklich nicht zu tun. Macht sowas nicht, aber wenn ihr einen Aufbau habt, wo es wo Fallen mit dazu gehören, also sozusagen das Salz in der Suppe sind oder das Sahnehäubchen auf der Tomatensuppe oder was auch immer, dann klar, ne, da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Was haben wir denn hier? Kann man vielleicht sogar Springer C3 noch spielen, bevor wir auf C6 schlagen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, auch auf C6 schlagen. Ne? Also jetzt macht er sich quasi, gut, wir spielen gegen Ada 1-2-3-3-2 aus dem Land, das wir nicht kennen, aber er hat da eine super Internetverbindung, das ist schon mal prima. Das Rating ist nicht so dolle, aber er macht sich jetzt ohne Not hier diesen Doppelbauern. Wenn er mit der Dame genommen hätte, wäre ihm das nicht passiert. Natürlich hat das auch Vorteile mit der nicht mit der Dame zu nehmen. Sie bleibt hier auch schön auf der Diagonalen stehen. Ja, das ist alles richtig. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist dieser Doppelbauer eher von Nachteil als von Vorteil. Ich ruche hier jetzt schon mal weg. Und jetzt ziehe ich den König wahrscheinlich sogar schon mal nach H1, damit hier gar nichts mehr passiert, ne? Keine Abzüge mehr kommen. Denn wenn er hier schlägt, wunderbar, dann schlage ich hier mit zurück und habe keine Probleme. Also erstmal den König zur Seite. So, anschließend wollen wir gleich sowas machen. Ja, das ist schon okay. Aber mit D3, den wir eh spielen wollen, ist ja F4 auch schön gedeckt. Das geht jetzt nicht so gut, ne? Wegen der Gabel E4, E5. Ich habe doch gerade gesagt, das geht nicht so gut wegen E4, E5. Also Arda ist zumindest kein Sniper. Auf gar keinen Fall. Sniper sind Spieler, die dann gucken, ob der was der Streamer denn gerade erzählt. Also das soll es jedenfalls geben. Ja? Ich habe das selber also noch nie gemacht. Keine Ahnung. Ich finde das auch nicht so schlimm. Also wenn man... Ja, gut. Aber das bringt ja nicht viel. Gut, ist jetzt die Frage, wo zieht man... Also hier zieht man den Springer natürlich nicht hin, ne? Weil dann tauscht er ihn einfach ab und der verliert die Figur nicht. Man hier finde ich jetzt auch nicht so doll, weil dann kriegt der Springer hier ein echt schönes Feld. Ja. Also ich neige dazu, sogar die Dame anzugreifen. Natürlich kann er dann den Springer angreifen. Aber dann spielt man B3. Oder aber man zieht den Springer zurück nach B1. Ja. Und dann über D2 auf dieses wunderschöne Feld C4. Das geht auch. Aber ich glaube, das ist schon ganz okay.
Und wenn er mit der Dame zieht, um den Springer anzugreifen, kann er das ja hier machen oder hier machen. Ich glaube sogar, dass das hier mit das ungünstigste ist, weil dann kann man sogar noch C2, C3 spielen. Die Dame wieder angreifen. Die kann den Springer nämlich nicht schlagen, weil durch C2, C3 deckt die Dame von D1 aus den Springer auf A4. Dame B4, C2, C3, wenn er schlägt, man schlägt zurück, ist die schon wieder angegriffen. Also B4 ist das schlechteste Feld, wo die Dame hinziehen kann. Da sind Dame B5. Wobei Dame B5, ja, dann geht vielleicht auch C4. Deckt auch das Vorziehen des C-Bauern führt immer dazu, dass der Springer auf A4 gedeckt wird. Sodass, wenn er hier hinzieht, man spielt C4. Ja, deswegen ist das besser. Jetzt ist C nicht mit einer Drohung verbunden. Also würde ich jetzt vermutlich einfach B3 spielen. Dann ist er gedeckt und die Gabel bleibt ja bestehen. Da läuft die Figur ja nicht weg. Und wie opfert man die jetzt als Schwarzer, ne? Oder sagt man sich, Moritext, mit sowas beschäftigt man sich gar nicht. Wenn man eine Figur so einstellt in der Bauerngabel, dann geht man die Partie auf und das war's. Ne? Ja, ist ein ernstzunehmender Gedanke, ne? ohne Spaß. Man kann das auch einfach jetzt aufgeben und sagen, Meister, doof, ich hab eine Figur eingestellt, kann passieren. Ja, kann passieren. Wer gestern bei mir zugesehen hat, der weiß auch, wie man einzügig selbst matt macht. Ne? Also kann ja alles passieren. Dann gibt man auf, reicht dem Gegner die Hand, was man hier beim Online-Schach ja leider nicht machen kann. Kann man nur sagen, ja, dumm gelaufen. Und macht was anderes. So, er entscheidet sich hier, den zu behalten. Und das macht ja auch Sinn, weil der Springer, der steht ja hier wirklich stark. Ne? Er bekommt aber hier nichts zurück, weil hier ne, der Läufer dafür sorgt, dass da nichts passiert. So, jetzt kann... Jetzt kann man Verschiedenes machen. Man kann jetzt versuchen, diesen Bauern zu halten. Zum Beispiel so und so. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, weil dann kann auch so... Weil das dauert mir ehrlich gesagt hier ein bisschen lang. Wenn ich kann natürlich auch so und so den Bauern decken von C4 aus. Aber wenn ich dann Direktspringer B2 spiele, dann kann er den spielen. Ja, wobei, dann kommt der. Das ist auch nicht so doll, ne? Aber dann steht der Springer auf C3 mal nicht so schlecht. Das dauert dann wieder ein bisschen, bis ich ihn wieder vertreiben kann. Ne, deswegen lasse ich das wahrscheinlich sogar und spiele tatsächlich jetzt Springer E5. Den hier hin. Um irgendwann mal in einem günstigen Moment über Springer B6 auch den Springer abzutauschen. Aber das wird ein bisschen dauern. Das Feld B6 ist ja ordentlich geschützt von Schwarz. So schnell wird das nicht gehen. Ja, das glaube ich war nicht so gut. Weil da habe ich ja gar nichts gegen. Vor allen Dingen geht jetzt fast die Dame verloren. Fast oder tatsächlich. Wenn er mit der Dame schlägt. Ja, ja, fast oder tatsächlich. Ne? Läufer D2. Ja, die Dame geht verloren. Ihr seht es. Das wäre was für eine taktische Aufgabe, ne? Die kann man ja einreichen. Nee, kann man nicht einreichen. Das sucht sich der Algorithmus von selber. Ne? Also wie geht die schwarze Dame jetzt verloren? Ja, sie geht so verloren. Erstens mit Läufer D2. Das heißt, sie kann nicht zurück, sie muss nach B2. Ja. Und was kommt als nächstes? Ja, jetzt kommt der Springer nach C4. Wo er sowieso hin wollte. Greift die Dame an und nimmt ihr gleichzeitig das letzte Fluchtfeld hier. Das war schön. Also ich fand, das war noch ein schönes Motiv. Und da würde ich jetzt, wie ich Lichess kenne, bin ich mir ziemlich sicher, dass deren Algorithmen, die sind ziemlich gut, irgendwann auch diese Partie erwischen
und dann bauen die das als Puzzleaufgabe ein, ne? Also als Aufgabe, als Kombinationsaufgabe. Weil die ist ja wie gemalt dafür, ne? Ist jetzt nicht schwer, Schwierigkeitsgrad vielleicht 1600. Vielleicht. Weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht so aus. Da könnte ich jetzt nicht sagen, wie man nach dem Schwierigkeitsgrad eine taktische Aufgabe einschätzt. So, ich brauche noch A4. Natürlich kann er das wirklich jetzt auch aufgeben. Aber wenn er es nicht tut, ja, dann Bärenfalle, sagt X-Wasp 1. Ja, es war eine Bärenfalle. Die Dame in der Bärenfalle. Ja, da fragt man sich, was macht die da? So, wenn er mich jetzt hier hinlässt. Ja, er lässt mich noch nicht so. Ja, Moment. Direkt den. Schlägt. Schach. König G8. Dame F6. Ja. Müsste gehen. Ne? Läufer H6 Schach, zwingt den König zurück auf die achte Reihe. Und damit, ne, ihr seht die schwarzfältigen Lücken. Kann man immer sagen, ja, was siehst du, hast du eine Dame mehr, gewinnst du sowieso. Ja, klar, gewinnt man sowieso, aber das ist dann eben auch noch ein taktisches Motiv. Man spielt hier auf die schwarzfältigen Schwächen und gut ist. Ne? Und selbst wenn er das Bessere nicht hierhin, sondern hierhin zurückgegangen wäre, dann wäre auch Dame F6 gekommen und das Matt auf G7 im nächsten Zug wäre genauso unvermeidbar gewesen. So, jetzt haben wir noch ein paar Streamer mehr. Das ist ja schön. Die Arena hat hier schon mindestens 4 Streamer. Da wir nicht dabei stehen, gibt es vielleicht auch noch andere, die nicht angezeigt werden. Oder sieht das bei euch so aus, wenn ihr auf Leeches gehen würdet und ihr würdet die Arena anklicken, dass dann jetzt auch hier unser Stream, Moritex Chess oder Moritex streamt gerade, angezeigt würde? Ich weiß das nie so richtig, ob das damit zusammenhängt, dass der Streamer selber das gar nicht immer sieht. Ich habe mich auch schon mal gesehen da. Also, ist nicht immer so. Hui! Gut, das wird uns jetzt nicht zweimal gelingen. Wir haben jetzt Arsenal Fan Witchy aus England. Ich habe das falsch gelesen. Arsenal Fan Witchy, ja, da ist ja klar, wer das ist und was das ist und was er hier macht und für wen er ist. Aber mit einem Rating von 2368. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie jetzt ins Remis retten. Was ist das denn? Okay. Naja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Warum spielen die Jungs alle so schnell? Ich stehe an zweiter Stelle als Streamer, sagt 1950er. Ah, dann nur bei mir nicht, ne? Nur in meiner Anzeige nicht. Vielen Dank, dann habe ich das System halbwegs verstanden. Ja gut, jetzt schlage ich den mit Schach. So, gibt's jetzt noch irgendeine Falle, die ich nicht sehe? Okay, sowas hier, ja.
Aber wenn ich jetzt einfach lang rochiere. Vielen Dank, X-Wasp, für die positive Rückmeldung. Da freut sich der Streamer. Ganz im Ernst, das ist ganz toll. So, also eigentlich steht Schwarz jetzt hier gut. Also Ausgleich. Weiß hat das Läuferpaar, ja, das hat er. Aber die Bauernstellung ist ein bisschen besser von Schwarz. Aber vor allen Dingen guckt der König da so ein bisschen rum. Die Frage ist, ob ich jetzt taktisch nicht aufpasse und es irgendwie ihm gelingt, mir hier diesen Springer zu fangen. Ne, denn viele Felder hat er ja nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also das ist zum Beispiel eine Idee, ne? Angriff hier, Beinrichtung. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne lang rochieren, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das taktisch geht. Aber ich werde es probieren. Lange Rochade, ne? Also hier so ein Schach, da mache ich mir keine Sorgen, weil die D-Linie, dann steht ja ein Turm auf D8, ja? Die D-Linie darf er vermutlich nicht so einfach aufmachen. Das hier wäre natürlich jetzt auch sehr schön. Ne? Läufer D4 greift da an, aber dann ist das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen unangenehm. Denn selbst wenn ich dann den hier kriegen würde, was, glaube ich, auch nicht mal der Fall ist, dann schlägt er mir hier unten ein. Also ich glaube, das mit der langen Rochade muss ich schon mal probieren. Naja, aber jetzt kann ja Läufer D5 kommen. Ja, Läufer D4, oder nicht? Ein weiteres Problem natürlich, wenn er den Springer angreift und ich ziehe den hier weg, ja, dann ist hier sowas. Ja. Unangenehm. Des Weiteren kann er auch versuchen, hier mal einen hinzukriegen und wenn die Türme noch nicht verbunden sind, ne, dann gibt man hier so einen Schach, der zieht zur Seite und ein Turm schlägt hier unten mörderisch rein. Auch nicht so schön. Und das macht das Ganze jetzt dann taktisch doch ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein muss. Die Frage ist also, Springer E7, ist das jetzt ein Zug, den man spielen kann? Dann hätte man ja schön die Türme miteinander verbunden. Springer E7. Weiß ich nicht, da kommt doch wirklich sowas. Ich spiele mal Springer E7. Ich meine, irgendwo habe ich doch jetzt auch ein Rückzugsfeld für den Springer nach D4, da der Springer auf C3 ist und nicht C2, C3 irgendwann mal gekommen ist. Aber ich mache jetzt mal Folgendes. So. Ich habe ihm mal Remis angeboten. Weil ich glaube, Schwarz steht etwas besser und weil ich auch davon ausgegangen bin, dass er das ablehnt. Und wenn das angenommen hätte, wäre ja auch okay gewesen. Ne? Ich meine, der Junge, der hat fast 100 Ratingpunkte mehr und der versteht mehr vom Schach als ich. Also dann ist man mit dem Remis auch, hat man nichts gegen. Aber jetzt ist er vielleicht, sieht er sich genötigt, nachzuweisen, dass er auf Gewinn steht oder was auch immer. Ja? Und das glaube ich nämlich nicht. Und dann kann sowas leicht in die Hose gehen. Hm? Für ihn. Also für Weiß. Dass man es dann überzieht. So, ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal den. Weil kann natürlich genauso gut sein, dass ich jetzt hier den Bach runtergehe. Das ist natürlich völlig klar. So, jetzt haben wir hier einen Doppelangriff. Und das ist jetzt schon mal eine Frage wert. Was machst du jetzt eigentlich? Jo. Jetzt hängt der.
Er löst es taktisch, indem er jetzt den angreift. Nur, wo ist da die taktische Lösung? Denn jetzt kann ich jetzt nicht sogar den spielen. Dann muss er vermutlich Springer G5 spielen. Das ist hier unten auch durchaus auch eine Drohung. Aber dann kann ich sogar boah, ich weiß es nicht. Aber egal, was ich spiele, das sieht doch alles gut aus. Nein, also nicht, weil ich es spiele, sondern weil es die Stellung einfach so aussieht. Was weiß denn ich? Ach so, Moment. Den, den. Nee, das ist egal. Da kommt ja immer dieses Schach. Aber den, den ist auch egal. Weil, muss ein bisschen aufpassen, den kann man da nicht so gut schlagen, weil da kommt C3. Ja, aber es ist mir alles egal. Komm. Denk an die Zeit, sagt 1950er. Ja, da hast du vollkommen recht. Vollkommen recht. Also ich habe eigentlich gar nichts gegen Arsenal. Also gut, das ist jetzt nicht mein Lieblingsverein in der englischen Liga. Aber ja, aber die Zeit ist schon schlecht, das stimmt schon. Ich habe jetzt, meine Zeit ist nicht so prickelnd. Aber die Stellung ist es. Ich dachte mir jetzt, dass auf König E2, ne, möglicherweise sogar, nee, Läufer schlägt B2 geht nicht, da kriegt er ja zwei Figuren für den Turm. Das kann es nicht sein. Hui. Ja, ja, jetzt kommt nämlich das Spielchen. Aber Moment, jetzt, geht das nicht? Ja, jetzt kann ich mich auch taktisch wieder total vertun. Also die Idee ist, dass ich ihn gar nicht schlagen kann, wegen des Schachs und dann der Turm auf A1 fällt. Aber vielleicht kann er es doch, opfert die Qualität und bekommt ordentlich was. Aber das geht, glaube ich, nicht. Turm schlägt, Springer schlägt, Läufer G5, ne? Ist dann hier ein Angriff sowohl auf den Springer wie auf den Turm H8 da unten. Aber dann spiele ich einfach Turm auf D8 da unten, dann spiele ich einfach Turm H8. Von da aus deckt er. Dann habe ich noch Zeit genug, hoffentlich den Springer auch wieder wegzuziehen. Gut, dann kommt. Ja. Ja, verstehe ich.
Ich nehme sogar hier. Nicht so sehr, um den Bauern zu gewinnen, sondern ich will nicht, dass der Springer nach G5 kommt und mir Druck auf F7 macht. Aber er macht mir trotzdem den Druck. Aber jetzt gibt es zumindest keinen... Es gibt zumindest nicht noch nicht mit einem weißen E-Bauern, der dann hier noch, wenn er Druck auf F7 macht. Ja, genau, da kommt der Springer. Das ist schon unangenehm, das stimmt schon. Aber ich gehe doch nicht matt hier unten. Ne? Schlägt Springer F7, Angriff auf den Turm und Mattdrohung auf D8. Aber dann ziehe ich den Turm wieder zurück nach E8 und ich werde nicht matt. Behaupte ich. So, jetzt schon mal erst recht nicht mehr. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht mit Turm D3 noch lebensmüde Geschichten spielt. Weil das Springerschach hier auf E3, das jetzt gerade droht, ja, droht nicht nur die Qualität zu gewinnen, sondern droht auch Schlimmeres. Droht auch Mattangriff. Springer E3, König H3, um den Läufer hier nicht ungedeckt zu lassen und Turm H8 und Feierabend. So einen Feierabend brauche ich auch mit 59 Sekunden, ne? Glaube ich. X-Wasp 1 sagt schon, die Gabel kommt. Ja, Messer und Gabel, sage ich immer, ne? Es hat sich beim Essen sehr bewährt. Also die Erfindung des Bestecks. Ja, aber genau das kommt doch jetzt. Und jetzt kommt hier das Schach. Ach so, und das gewinnt dann doch nicht die Figur. Das wäre aber doof. Na gut, jetzt sind es zumindest schon mal drei Bauern. Aber Zeit. Der Bauer war mir ehrlich gesagt egal, weil ich denke, ich muss hier ein bisschen voranspielen.
Ich gurke wieder rum. Oh Gott. Ganz schlecht. Und auf Zeit verloren. Ja, das ist ärgerlich. Ja, das tut mir leid fürs Zuschauen. Das ist ärgerlich. Da habe ich an der entscheidenden Stelle, als es so unter eine Minute ging, nicht angefangen, schnell zu spielen. Einfach zu versuchen, Bullet zu spielen oder Pre-Moves zu machen. Ja, schade. Ja, 1915 hat völlig recht. Die Partie war klar gewonnen. Und sie war auch schön. Ja, also es war auch okay. Aber mit der Zeit, das war schon fast, ja, das war aber sehr schlechtes Zeitmanagement von mir, weil die war sehr früh, die war eigentlich schon sehr, sehr, sehr früh klar gewonnen und da muss man nicht mehr so viel Zeit vertun. Ich habe es ein bisschen ängstlich dann auch gespielt, glaube ich. Ich glaube, das war auch ein bisschen was dem hohen Rating des Gegners geschuldet und das muss man gar nicht machen, ne? Das ist dann gar nicht vonnöten. So, was machen wir jetzt mal hier? Der hat sich ganz anders aufgebaut. Brino aus dem Land, das wir nicht kennen. Ja, ist schon okay. Aber ich will gar nicht schlagen jetzt irgendwo. Also weder hiermit noch hiermit auf E5 schlagen. Weil das Zentrum wird ja nicht schlechter dadurch, dass es so steht. Und ich will jetzt eigentlich erstmal lang ruchieren. Hätte ich jedenfalls jetzt gedacht. Ja, was mache ich auch. Jetzt doch. Jetzt dämmert es ihm, dass das nicht so eine gute Idee ist. Schlägt und damit D2 matt, damit D8 matt. So, jetzt macht er den. Ja, aber den können wir ja halten hier, ne, mit Läufer F4. Zum Beispiel. Oder den. Schlägt. Wow, da kommen wir noch früh genug zu. So, Läufer F4. Und Dame B6. Was passiert denn dann? Oder man lässt das einfach stehen. Was ist denn jetzt hier so? Schlägt. Auch dann muss er ja so nehmen. F4 kann nicht gut sein, oder? Halten wir mal den Läufer auf der Diagonalen. Weil selbst wenn er die beiden E-Bauern kriegt, also solange der König in der Mitte steht. Ach so, jetzt habe ich den Läufer nach G1 gezogen, dann kann ich ja gar nicht mehr den darüber ziehen. Nein, das ist natürlich richtig. Da, wo ich ihn hinziehen wollte, das geht jetzt ja gerade gar nicht. So einfach. Kann man nicht mal hier was opfern? Schlägt. Springer schlägt B5.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ne. Vielen Dank fürs Folgen. Blunderstar. Na, die Idee ist jetzt, wo geht er mit der Dame hin? Weil die Dame muss den Springer hier gedeckt halten. Also die Dame muss wahrscheinlich tatsächlich nach B8. Ja. Aber da muss ich überlegen, wie es weitergeht. Dame B8. Wenn die Dame jetzt irgendwo anders hingeht, ne? Also was weiß ich was, nach B7. Na, nach B6 kann sie ja auch nicht. Oder auch nach C6, wohin auch immer. Dann schlage ich. Und wenn er, dann kann er so nicht zurückschlagen, weil dann ist auf der D8 ist wieder matt da unten. Ne? Das ist die Idee. Also die Dame soll, die schwarze Dame auf C7, wir nennen das die Schachlehrbücher immer, die soll überlastet werden. Ja, die soll überlastet werden, damit, dass sie auf der einen Seite das versteckte Matt auf D8 decken soll und auf der anderen, was? Und auf der anderen Seite den Springer hier an. So, und jetzt sagt er sich, ich greife den ja dann auch an. So, das heißt, wenn ich jetzt hier schlage, dann schlägt er hier. Dann schlage ich, dann schlägt er da. Mhm. Ja, weil das Matt da unten, das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Okay, aber dann muss ich das ja so machen. Gut, jetzt haben wir zwei Bauern für die Figur. Das ist noch nicht so prickelnd. Aber der König steht immer noch in der Mitte. Springer schlägt E5, droht immer noch nicht, aber in gewisser Weise droht. Natürlich droht Dame schlägt E5, klar, das ist das sozusagen das Simpelste. Man will jetzt eigentlich nicht auf D7 tauschen. Das will man eigentlich nicht. Aber dann wäre das Figur, ja gut, dass das Figurenopfer vielleicht nicht ganz korrekt war, das hatte ich mir schon gedacht. Vielleicht findet man noch was. Läufer F4. Ist ja wieder dasselbe halb in grün. Also Läufer F4, dann kann er ja den zwar schlagen, dann schlägt man zurück, dann kann er hier wieder nicht schlagen, weil er da unten matt wird. Aber dann werden nur die Springer getauscht. Aber so, dass dann der Läufer hier unten wieder ein bisschen zentraler steht. Läufer F4, zack, zack. Und dann droht ja unten wieder matt. Dann probieren wir das mal. Und außerdem überdeckt der Läufer von D4, F4 habe ich die ganze Zeit gesagt, Quatsch, der Läufer von D4 überdeckt eben auch B2, damit hier sowas nicht noch ein Tempozug ist oder sowas, keine Ahnung. Ja gut, aber dann kriege ich ja noch einen Bauern.
Dann kriege ich jetzt meinen dritten Bauern für die Figur, ne? Hoffe ich doch. Er sagt nein. Springer schlägt die 7, Läufer schlägt die 7, Läufer schlägt und aber hier ist dann was Unangenehmes. Aber das kann ich ja vielleicht noch mit C2, C4. Verhindern. Vielleicht. Was natürlich sehr gewagt ist, ne? Aber darauf musste ich aufpassen, ne? Hier auf dieses dummerweise. Dame und Läufer haben das Feld G5 und damit könnte der Läufer nach G5 ziehen und mir hier die Dame, meine eigene Dame auf D2 fesseln und gewinnen. Das versuche ich jetzt mit C2, C4 zu verhindern, indem ich die Dame von der fünften Reihe vertreibe. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel hier hingeht, dann gibt es hier noch einen Tritt mit B3. Dann deckt ja die Dame, weiße Dame A2. Ne? Also wenn das jetzt kommt, ja, dann kommt jetzt B3. Und wenn das jetzt noch kommt, dann kommt das. Der ganze taktische Aufwand nur, um einen dritten Bauern für die geopferte Figur zu kriegen. Na gut, aber jetzt hängt ja die Dame. Achso, ich hätte vielleicht besser nach C2 gezogen, ne? Jetzt nach Turbe. Oh. Ja, gut, aber da gewinne ich doch jetzt wirklich diesen einen weiteren Bauern. Mehr nicht, aber den schon. Geht das nicht? Ja, aber der Bauer hier auf der zweiten, der Turm auf der zweiten Reihe deckt ja jetzt G2. Klar, wenn der kommt und ich erlaube mir das, dann ist das natürlich ein unangenehmes Schach, aber ich hoffe mal, dass ich mich in die Ecke noch zurückziehen kann und nicht matt werde. Aber vielleicht werde ich da matt, deswegen darf ich da vielleicht gar nicht in die Ecke zurück. Das heißt, es kann sein, dass ich auf den spielen muss. Hui! Na gut, dann spiele ich den. Ja. Ist richtig. Das ist an und für sich richtig.
Ja, das geht, glaube ich, wirklich nicht wegen diesem Schach. Obwohl, dann komme ich hier raus. Vielleicht geht's ja doch. Ich würde ihn schon gern behalten. Also hier stehen lassen, ja. So, jetzt droht hier oben wieder matt. Ach, was ein Unsinnsschach. Aber ich bin wieder auf 55 Sekunden runter, ne? Ja. Sledgehammer macht mich drauf aufmerksam und der hat völlig recht. Na ja, gut. Nee, das kann ich nicht machen. Aber das kann nicht funktionieren. Entschuldigung, das habe ich übersehen. Läufer schlägt B4 oder auch auf D4 schlagen und aus. Ja, leider. Die Kopfhörer ist wahrscheinlich doch nicht. Ja, oder auch so. Das ist, er hätte auch auf B4 schlagen können, auch einen Bauern gekriegt. Das macht den Kohl nicht fett. Ja. Nee, das ist verloren. Das ist verloren. So, und das war jetzt doof, denn das war eigentlich. Ja gut, das Figurenopfer, sage ich jetzt mal, das war schon ein bisschen tollkühn. Ja, also wir können mal auf die Analyse, aufs Analysebrett schauen, ob das in irgendeiner Weise eine Berechtigung hatte, jetzt hier. Das hier, ne? So, schlägt, schlägt. Was sagt die Engine? Das ist ja rein taktisch. Ja, sagt so falsch war es nicht. Aber den zu nehmen, war falsch. Und stattdessen hier reinzugehen, wäre richtig gewesen. Warum? Greift hier die Dame an. Eben ist, ja, habe ich aber das gemacht, da ist sie nach C4 gegangen. So, wenn wir jetzt den spielen und sie geht auch nach C4. Ach so, dann kann man hier schlagen. Schlägt. Ah, gibt es hier einen Schach? Und das Opfer ist matt. Und wenn er stattdessen vorläuft, ist hier matt. Ja gut, das sieht ja kein Mensch. Wäre das nicht auch dann so gegangen? Ach so, nee, wäre nicht gegangen, weil durch Dame C4, anders als hier. Ja, wenn dann hier Dame C4 kommt, dann hängt er ja nicht, der Springer. Während aber, so wie ich es hier gespielt habe, hängt ja auf C4 der Springer. So, und jetzt hätte man jetzt allenfalls noch das spielen können. Schlägt, Schach, König D8. Ja gut, dann hat man zwei Bauern für die Figur, aber das würde ich jetzt mal eher sagen, nee, das kann der Sinn dieses Figurenopfers da nicht gewesen sein. Dann war das Figurenopfer ein bisschen tollkühn. Ja, dann hätte man das in der Stellung hier nicht spielen sollen. Stattdessen sagt die Engine, taktisch in der Stellung ist gar nicht so viel los. Man schlägt den. Dame schlägt zurück und man spielt Läufer D4. Und wenn er mit dem Springer zurückgeschlagen hätte, dann. Ah, dann doch! Dann sagt die Engine, Moritex, der Gedanke war grundsätzlich auch gar nicht so verkehrt. Weil jetzt muss er das Matt hier unten ja decken, das geht nur von E7 aus.
Ui, und dann muss ja im Grunde genommen der König schon rauslaufen. Und wenn er das tut, dann kriegt man zumindest hier, ne, unten einen Turm wieder. Ja, alles klar. Sledgehammer meint, ob das Opfer auch mit dem Springer gegangen wäre. Ja. So herum. Moment, nee, Moment, wir müssen weiter zurück. So, in der Stellung jetzt mit dem Springer schlagen. Haben wir gedacht, was habe ich dann, ne? Dann schlage ich so. Was bringt mir die Fesselung? Dann nimmt er den schon mal weg. Erstmal droht hier noch nichts. Ist die Frage, ob so, da sowas kann er nicht spielen. Ja, das stimmt schon. Ja, natürlich, doch, es ist schon ein bisschen was dran. Denn er kann jetzt ja nicht einfach den hier mit der Absicht dann zu rochieren, weil dann ist er, hängt ja hier immer was. Also er muss vorher, bevor er dann rochiert, irgendwie, ja, und das irgendwie ist gar nicht so einfach. Den Turm auf die siebte Reihe, um das hier mit zu überdecken, das geht gar nicht, weil der Läufer da drauf steht. Ja, ist richtig. Ja. Die Engine sagt jetzt, naja, statt Läufer E7 sowas hier. Hätte ich ehrlich gesagt A4 gespielt. Dann will die Engine das spielen. Ja gut, aber wenn ich dann das spiele. Ach so, dann kann er doch rochieren, weil auf den kommt der Turm dahinter. Ja, also letztlich ist das Figurenopfer eigentlich, selbst wenn es taktisch hier irgendetwas gibt, guck mal, wie stehen wir denn hier eigentlich? Hier stehen wir ja schon bombig gut. D schlägt E5, F schlägt E5, alles richtig, Springer G4. Und hier sagt die Engine, das wäre doch besser gewesen. Aber ich hatte eben gesagt, Dame B6 gesehen, was die Engine aussieht und habe gedacht, jetzt ist das doch hier unten sehr unangenehm. Ja. Aber da sagt die Engine, nee, ist gar nicht so unangenehm, weil du kannst die Diagonale unterbinden. Kann man? Und wenn er dann das macht? Ach so, dann macht man hier weiter. Weil das sehr unangenehm ist für Schwarz. Ja, das stimmt. Okay, also dann war hier dieses Läufer G1 nicht das Beste, war aber trotzdem noch nicht schlecht. Und hier drauf jetzt einfach nicht, einfach mit der guten Stellung weiterspielen, ne? Einfach hier rausschlagen und sagen, ich bin besser, Weiß ist besser entwickelt. Schwarz hat noch nicht rochiert. Dass das ein isolierter ist, ist es in dieser taktischen Stellung völlig ohne Belang. Also zunächst mal ist es ein Zentralbauer und damit für die taktischen Motive von Vorteil. Und in ein Endspiel, in dem das vielleicht eine Schwäche werden könnte, sind wir vielleicht mal in 100 Jahren, aber noch lange nicht. Ne? Da kann eigentlich nichts passieren. So rum sollte man es dann spielen und nicht so hier, wie ich es gespielt habe, halt, sag mal so, da war auch ein bisschen wahrscheinlich noch die positive Grundstimmung von den zuvor gut gelaufenen Partien. Da hat man es dann immer ein bisschen übertrieben hier. Ne? Das war zu viel des Guten. Gut, damit wollen wir es beenden lassen für heute. Wir haben gut 2 Stunden gestreamt. Haben uns, glaube ich, nicht wirklich groß verbessert. Doch ein bisschen im Rating haben wir uns verbessert. Jetzt muss ich aber natürlich schon gucken. Wollte ja eigentlich noch vor dem Jahresende, und das haben wir ja, ne, in gut 24 Stunden, im Schnellschach-Rating auch auf über 2300 kommen. Mal so als Spaß. Aber da fehlen mir halt jetzt noch 14 Punkte. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie morgen im Laufe des Silvestervormittags noch hinkriege, damit ich mit dem Triple, denn für mich sind die relevanten Bedenkzeitregelungen klassisch, Schnellschach und von mir ist noch Blitz, ne? Das wäre dann das dritte. Mit dem Triple wollte ich eigentlich ganz gerne über die 2300 mal kommen. Schauen wir mal. Mal gucken, ob es noch gelingt. Aber Hauptsache, wir spielen gute Partien und kommen kreativ im Schach weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Soweit bis hier. Bleibt gesund, spielt Schach. Der Abend ist noch jung und das nächste Jahr kann auch nur besser werden, ne? In diesem Sinne. Dankeschön und Tschüsschen.